Die gewaltigen hormonellen Unterschiede zwischen Mann und Frau, die sind nicht nur in hohem Maße lange vor der Geburt etabliert, sie haben auch weitreichende Auswirkungen auf Beziehungen und Datingverhalten. Wusstest du beispielsweise, dass Männer allein am Gang einer Frau erkennen können, ob diese in ihrer fruchtbaren Phase ist? Man hat hier Studien durchgeführt, dass Männer Frauen kurz vor und während der Ovulation mehr Attraktivität zumaßen, ohne dass diese den Zustand wissen konnten. Frauen watscheln dann wohl etwas mehr und ja, sie bringen mehr Hüftschwung rein, ein Effekt, der ja auch durch Absatzschuhe erwirkt bzw. imitiert wird. Eine weitere Imitation bringt übrigens der rote Lippenstift hervor. Und was der imitiert, das dürfte jedem klar sein. Interessant ist auch, dass kaum einem die hormonelle Grundlage dieses Verhaltens bewusst ist. So mächtig sind unsere Hormone und so mächtig ist unsere genetische Veranlagung.